Heute bin ich am Nantong-Strand und nehme euch da mal mit. Ich laufe vorne rein beim Nantong 2 Resort und laufe dann auch bis ganz nach hinten, bis zu den Steinern, bis zu dem Lamrun Nationalpark, wo es dann auch nicht mehr weitergeht. Und ich habe festgestellt, dass in einige Resorts, die betrieben werden, alle, fast alle, sind wirklich sehr gepflegt. Sieht echt schön aus. Ist wunderschön zu laufen. War ein bisschen Flut. Ja, von daher war es ein Stück weit ein bisschen knapper. Aber jetzt hat es nachgelassen. Und es ist noch schöner zu laufen wieder, also wenn es mehr wieder ein bisschen zurückgeht. Und ich hoffe, ihr genießt den Film mit mir. Also ich habe es auf alle Fälle mal genossen, hier entlang zu laufen. Ne? Also, ist jemand da, der pflegt die Anlage. Wirklich schön. Ich habe auch gefragt, ob ich durchlaufen darf. Ist kein Problem. Darf ich. Ja, ist empfehlenswert. Schöne Bungalows. Und halt direkt am Strand. Ja, Flut. Hier der Leuchtturm. Ja, aber alle Anlagen weiterhin gut gepflegt. Schön. Auch schöne Bungalows. Ja, muss echt sagen. Ja, also sieht gut aus, die können sofort loslegen. Ja. Ich laufe dann gerade rüber. Ready, Cap? ที่นี่เป็นโรงแรมอะไรเขาหลักลากูโอเคคิดแล้วขอบคุณครับ also tatsächlich Laguna hier der View übers Khao Laguna auch riese Anlage. Ja, hier kommt die nächste Anlage. Ist dann, wow, von unten ist das echt gar nicht so einfach am Strand her. สวัสดีครับที่นี่เป็นโรงแรมอะไรคุยบู sorry คุยบูคุยบูโอเค thank you คุยบู bin jetzt ein bisschen verwirrt kenne ich nicht Ja, die haben sogar Gäste, die betreiben auch. Hier sieht man, Zimmer Service ist unterwegs. Also da geht schon was. Oh, da ist ein ganz toller Varan. Sieht man den? Ups. Jetzt ist er da im Stein. Kommt er da oben wieder raus? Ja, da vorne auf dem Stein sitzt er jetzt. Aber der hat mich schon gesehen, der hat ein bisschen Angst. Ja, jetzt ist er weg.
muss ich sagen, da gibt es ja so viele schöne Motive, immer wieder, wenn du so da am Strand entlang läufst, über die Felsen ein bisschen drüber klettern, die Hotels anschauen, gibt es echt unendlich schöne Motive. Jetzt sind wir im Moracea. So. Auch ein tolles Hotel, wenn du da oben in die Lobby reinkommst, dann das hat schon gleich was. Sehr schön, sind auch alle sehr schön am Berg gebaut. Das heißt, viele Zimmer haben da auch in hinterer Reihe, denke ich, mehr Blick. Außer es steht halt ein Baum davor. Aber auch sehr viel Grün dazwischen, finde ich auch toll. Sind so alle. Vom Meer her sieht man relativ wenig von den Anlagen. Wenn man ein bisschen draußen ist, gibt es keine Riesengebäude. Also hat alles schon seinen Reiz. Man muss auch sagen, für Khao Lak hat ja jeder so seinen Favorit in Thailand und gibt ja überall schöne Strände, schöne Inseln. Aber für mich ist es halt auch so, Khao Lak hat unendlich viele Strände. Da findet jeder seinen passenden Strand, ob er jetzt mit Steinern als kleine Bucht oder weitläufig. Bin seit 2009 hier und finde immer wieder neue Plätze. Das ist echt erstaunlich. Ich weiß nicht, ob die Gäste haben im Moment, aber ich denke schon. Immer wieder, hier steht auch im Restaurant, ist bewirtet, also von wegen ist nichts los, ist wenig los, sieht man ja am Strand, also, aber sind doch immer auch wieder Gäste da und sehr viele Anlagen werden betrieben und alle Anlagen werden gepflegt, muss man schon so sagen. Viele nutzen natürlich auch die Zeit und renovieren ihre Anlagen. Modernisieren. Da ist schon viel Bewegung. Und hier vorne die Landzunge, da kann man ja dann, kommt ja dann irgendwann, wenn man da weitergehen würde, das ist ja üble Kletterei, kommt man zum Small Sandy Beach, ist ein Nationalpark. Gehört zum Lam Ru Nationalpark. Auch so eine kleine Info, Chong Pha Wasserfall gehört auch zum Lam Ru Nationalpark und wenn man jetzt an einem Tag hierher kommt, dann kann man Nationalpark-Eintritt bezahlen, geht in den Wasserfall oder war am Strand und an dem Tag gilt diese Karte dann auch noch für eben den jeweils anderen Ort. Also ist ein Nationalpark für beide Dinge zu nutzen. So als kleiner Tipp. Und hier sind wir. Was für ein Hotel. Pickup! Die Nilong Lam Alaikap. Kanaburi. Okay, kommen gab. Wie kek mai? Pitkap, okay, gab Gruppen gehabt. Also Phanaburi hat jetzt geschlossen, ist aber dennoch gepflegt. Die Liegen stehen trotzdem hier draußen. Sieht alles gut aus. Hier dieses Restaurant hier oben, auch wirklich, man sitzt da wunderschön. Und ja, dann hier auch wunderschöne Bungalows noch im Berg drin.
Ja, jetzt laufe ich nochmal zurück und genieße das Ganze noch ein bisschen. Und nehme euch natürlich mit. Ein paar schöne Aufnahmen noch. Ich kann mich da gar nicht satt sehen. Die Farbe vom Meer mit den Wolken dann im Himmel wechselt die Farbe eigentlich andauernd. Ich weiß gar nicht, ob man das so gut sehen kann, aber ich denke schon. Also ich muss sagen, Khao Lak gehört ja zu der Provinz Phang-an. Ich finde, es ist einfach nur ein Traum. Und die meisten, die schon mal hier waren, können das, glaube ich, bestätigen. Ich habe noch selten Stimmen gehört, die sagen, das gefällt mir gar nicht. Würde ich auch nicht wirklich irgendwie nicht verstehen. Also die Provinz selber ist unglaublich vielseitig, unglaublich schön, sehr viel Natur. Versuche ich ja auch irgendwie immer wieder in meine Videos mit reinzubringen, was ich hier so sehr mag. Ja, ich hoffe, das kommt auch so rüber. Sehr schöne Hängematte. Also kannst du hier Motive finden bis zum Ausrasten. Sehr schön. Ja, was man auch sagen muss, das ist ja, vielleicht kann man das sogar ganz gut erkennen, gibt ja hier in Phang-an, also Khao Lak, keine Speedboote, die jetzt direkt hier am Strand lang fahren mit Bananaboot oder irgendwelche Paraglider hinten dran oder so Jetski, also das gibt es hier nicht. Und da bin ich auch wirklich dankbar drum. Und ich gehe mal davon aus, dass das den Unterwasserfelsen hier geschuldet ist. Also wenn du da ordentlich Speed ankommst und ballerst da drüber und weißt nicht, wo die Felsen sind, ja, dann hast du keinen Spaß mehr. Also von daher, ich finde es gut. Vermisse ich auch nicht. Ja, ich kann mir hier gar nicht satt sehen. Ich sitze jetzt gerade so am Felsen rum und man hört es vielleicht auch blubbern. Schlagen die Wellen ein bisschen unten ran. Ich zeige es euch mal, schwenkt mal langsam rum. So leicht bewölkt, das heißt die Temperaturen sind auch echt okay. Jetzt kommt gerade die Sonne wieder ein bisschen raus, wechselt dann immer ab. Das heißt, Temperaturen sind okay. Ich meine, 30 Grad haben wir ja locker. Also sind die mehr als okay. Das ist wunderbar. Ach, ja, da ist der Leo. Hallo. Nee, ich hab dich gesehen, hab dich aber nicht erkannt. So, ein Urlauber. Also Leo, ja. Gefällt das hier? Das ist spitzenklasse. Traumhaft, ja? Hier ist einfach so schön, weil du hast diese Auflockerung. Genau.
Du kannst da schwimmen gehen und du kommst natürlich ohne Probleme raus. Ja. Aber diese, fürs Auge ist es so schön. Das ist genau. Alles nicht nur eine Gerade, ne? Genau. Der Baum hängt, ja. Die Felsen sind da. Und genau. Das Meer verändert sich hier auch sehr spürbar. Also ja. Es geht sehr weit raus und es kommt im Grunde bis zur Schaukel dann wieder rein. Das ist gut, ne? Das ist ganz toll. Also ja. Wenn es rausgeht, ist es mir viel ruhiger, als wenn es eben reinkommt. Wenn es reinkommt, ist es unruhig, manchmal kabbelig. Aha. Ja, spannend, ne? Okay, dann. Viel Spaß dir noch. Dankeschön, dir auch. Gute Zeit. Erhol dich gut. Tschüss. So, ich hoffe, es war gut zu verstehen. Also ich bin nicht der Einzige, der es hier zu schätzen weiß. So, hier ist Nang Thong 2. Wunderschöne Anlage. Alles einzelstehende Bungalow. Und auch jetzt, obwohl sie nicht betrieben wird im Moment, sehr gepflegt. Läuft auch ständig jemand rum. Das heißt, warte ich ab. Ja, der Garten, die Anlage wird gewartet, die Häuser werden gewartet. Es wird auch renoviert, so wie ich gesehen habe. Ich laufe noch mal geschwind eine kleine Runde. Natürlich direkt vorne am Meer. Super Sache. Und ja, man hat da seinen privaten Bereich. Und man sieht es ja auch, da hat jeder seine Terrasse. Ganz unterschiedlich gestellt, die Häuschen. Klar läuft mal einer vorbei, aber in der Regel guckst du nicht direkt beim anderen auf die Terrasse. Das funktioniert schon recht gut. Gut gebaut, gut durchdacht. Gefällt mir. War wirklich schön. Ich habe es total genossen, hier entlang zu laufen und auch die Aufnahmen für euch zu machen. Hoffe, habt noch ein bisschen Eindruck, wie Nang Thong, wie Khao Lak. Was für Schönheit dass das eigentlich ist. Du hast hier phänomenal viel Strand. Also seht ihr, wenn ihr meine Videos verfolgt, immer wieder, was es hier alles gibt. Ich genieße es auch gerade wirklich sehr, diese Aufnahme zu machen, aber auch immer wieder an Plätze zu kommen, wo ich schon lange nicht mehr war, oder sogar auch neue Plätze zu entdecken.